Sieht aus wie ein Stillleben. Sieht aus wie ein... Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer, Hallo, Herr Kirchenmachs. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalz wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du, was? Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber. Okay. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helf nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Schau zu stehlen. Ja, ich mach ja schon. Oha, komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat, es ist Magie. Bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Hey, Jerry. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Oh nein, ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße, oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht... Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry! Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier,
Nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Witzen, die hier beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern dann haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Huch! Das muss dieser Knackkäfer sein, den die Kirchenmäuse vermissen. Na gut. Komm, ekliger grüner Käfer. Knack, knack. Ich glaube, der gehört Ihnen, oder? Oh, du hast ihn gefunden. Unser süßer kleiner Sonnenschein ist wieder da. Junior. Freust du dich? Diese Karte habe ich gefunden. Seltsam, oder? Ich schenke sie dir. Die ist so gruselig, die kauft eh keiner. Lust auf eine Partie Quartett? Das Spiel beginnt. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Oh, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Schon wieder ein Quartett. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Och nee. Wähle eine Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Quartett. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Quartett. Mal sehen, welche...